Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Na, das ist mal eine schwierige Fangfrage. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Oh mein Gott. Mox, sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Wie siehst du denn aus? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlappert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das ist auch was mit Armen, guck mal. Ich bitte dich, auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Hab ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sag mir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder Einzelnen. Ich bin doch kein Mensch. Platz eine Kerze mit. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich. Ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Nicht mal an so ein exquisites Exemplar wie dich. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Oh ja. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Okay, alles klar. Warte, dann plünder ich nochmal ein bisschen, ne? Hast nichts dagegen? Parfüm? Ich würde euch gerne die Klinik zeigen, aber vielleicht später. Das Messer hier. Damit schnitt ich hier dein Kind gleich auf. Ach du Scheiße. Junge, der ist pervers, der Typ. Nein. Was? Ach du Scheiße, Taschenmuschis. Das sind Taschenmuschis. Leck mich doch am Arsch, ey. Ekelhaft. Wie sehen wir aus? Wir brauchen echt mein bestes Outfit, ohne Witz. Müssen wir mal gucken. Wo man so einen Komplettanzug mal bekommt. Rede, sonst kriegst du es mit den Mox zu tun. Sag dir der Kannst Name. Kannst nicht reden, oder was? Halt die Schnauze. Sag dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman. Arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ah, leck mir mal. Ich stelle hier die Fragen, du Luder. War es Woodman, der dich mit Evelyn bekannt gemacht hat? Bekannt gemacht? Interessante Wortwahl. Hat sie quasi auf einer Bahre reingerollt. Sie war weggetreten. Ich wollte gar nicht glauben, dass sie nicht tot ist. Hat ihren Namen nicht erwähnt. Also habe ich sie Puppe genannt. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab's ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun,
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihrem Raum kann man sich nicht unterhalten. Sprich nicht so mit ihr. Sie hat mich beleidigt. Hör zu. Je eher du redest, desto schneller bist du uns wieder los. Also, Evelyn Parker, wo ist sie? Sie ist auf dem besten Weg, der neue Nachwuchsstar für Underground Braindances zu werden. War ganz weg. Das ist alles, was ich weiß. Bist du dir da sicher? Ich hatte sie 4 Tage hier. Sie war bewusstlos. Schlummerte süß im Land der Träume. Quasi die ganze Zeit. War keine Pyjama-Party mit Kissenschlacht. Und wir haben auch nicht abgemacht, für immer Freunde zu bleiben. Was meinst du mit Underground? Keine Ahnung. Ich meine, ich guck mir so einen Kram nicht an. Snuff? XBDs? Ich sag doch, ich weiß es nicht. Schon ein ekelhafter Typ. Wo finden wir sie? Wie oft muss ich es noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich hab getan, was jeder an meiner Stelle getan hätte. Als mir klar wurde, dass ich ihr nicht helfen kann, da habe ich meinen Fixer angerufen. 2 Typen haben sie noch am selben Tag abgeholt. Wen hast du angerufen? Wer ist dein Fixer? Wakako, hab ihr gesagt, ich habe eine kaputte Puppe mit einem BD-Implantat für sie. Das ist unser Fixer. Wo haben sie hingebracht? Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Sie waren nicht gerade gesprächig und ich bin kein Idiot. Solchen Leuten stellt man keine Fragen. Du bist kein Idiot? Was glaubst du, warum all die Mädchen hierher kommen und sich von dir begrapschen lassen? Weil du so nett und liebevoll bist? Sie machen's, weil sie keine andere Wahl haben. Und sie verachten dich. Sie riechen, wie erbärmlich du bist. Diese Typen, wie sahen die aus? Wie du, ich und jeder andere in dieser Stadt. Wirklich? Sie sahen aus wie du, ja? Sie sahen aus wie Typen, die man besser nicht anguckt. Aber einer von ihnen hatte einen Bart. Die beiden Typen, die sie abgeholt haben, haben nicht gesagt, wo sie hinbringen und was sie mit dir wollen? Haben was über Virtus mit einer Motte gefaselt. Meinten, dass sie perfekt dafür wäre, was immer das heißen mag. Aber das ist alles, was ich weiß. Du Arsch, hast sie verscherbelt, als wäre sie eine verdammte Gummipuppe. Naja, weil sie genau das war. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Am liebsten würde ich das hier machen. Judy hat recht. Leute wie du machen diese Stadt jeden Tag zur Hölle auf Erden. Du hast doch, was du wolltest. Also verpiss dich endlich. Das stellt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. So, dann schauen wir auf die Sachen hier. Die Wasserkontrollbehörde hat die erhöhten Giftwerte den absolut veralteten Rohrleitungen zugeschrieben. Ja, bitte nicht rein. Der Typ ist ein Arschloch. Sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Fingers ist gar nicht so übel. Okay, das klicke ich jetzt nicht an. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey! Reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das?
Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber Ex-BD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken. Ja. Ich werde versuchen, Bakako anzurufen. Ein Fixer, den Fingers erwähnte. Hast du dir für sie was überlegt? Hab ich nicht. Wieso? Weil sie dir nie den Standort des Studios verraten würde, selbst wenn sie ihn kennt. Zu riskant. Okay. Wir wissen, ich wo kaufe die ist. Den Braindance. Erstmal können wir den analysieren. Gut. Ich versuche in der Zwischenzeit was über die NCP-Domain rauszufinden. Okay. Ich warte im Van. Alles klar. Okay, hier sonst. Hier ist noch was. Ja. Vier Beutel, Mann! Er hat Pablo mir nicht gegeben. Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus. Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir. Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Ich könnte die Straße okay. Mit deinen Eingeweiden pflastern. Okay, okay, ich heile mich mal da raus. Ja, warte mal. Wir machen erstmal... Bist du blind? Wir wollten nämlich erstmal... Wir sind zwar hier... Genau hier... Aber ich würde gern mein Outfit so umdesignen, dass ich... Das, guck mal, das passt da null, von null auf nichts. Passt das. Haben wir denn... Na komm, keine andere... Ah, diese Maske, ne? Kimono! Wird da auch gehen, ne? Oh, das ist sogar auch besser. Ja, komm. Ja, ja, komm, komm, komm. Neue Hose. Oh, ja. Oh, ja. Wobei. Ah, hier sind die Dinger drin. Was habe ich denn hier? Wir haben auch irgendwas Neues. Ach komm, die können wir zerlegen. Die haben zu viel Gewicht. So, die beiden behalte ich mal. Ich habe so ein krasses. So, warte mal. Soll ich mal da weitermachen? Komm, wir sind ja einmal hier. Wir sind doch einmal hier. Da gehen wir mal mit dir. Was gibt's zu besprechen? Also, ah ja. Wie geht's, Vako?
Ist das ein Vorspiel für irgendeinen abgefahrenen Gefallen, um den du mich bitten willst? Was? Niemals. Warte. Was, wenn das so ist? Mir geht's fantastisch. Nett, dass du fragst. Und dir? Ich suche einen Braindance. Einen bestimmten? Das Logo auf der Hülle ist eine Todesmotte. Wow. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Sei vorsichtig. Weißt du, wer sie macht? Wo sie gedreht werden? Weißt du, was ein Fixer macht? Ich erklär's dir gern. Ich bringe Geschäfte über die Bühne. Und ganz nebenbei kann ich das unmöglich. So, einen Moment. Ich nehme noch mal eine Session dann auf. Also ich nehme... Was sind das für Fische? Was sind das für Fische? PNG-Fische. Ich nehme noch ein bisschen auf. Nicht mehr lange. Okay. Ich setz mich jetzt. Aber dann, wenn ich es will, ja. Aus normal. Ja, auch noch was. Alter, wie viele Texte hier einfach mit eingebaut sind. Oh, hi. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt. Kaum zu editieren. Hm. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Dann wieder mal auf ein neues. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Oh, 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 oh. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Tja, ich gehe mal zurück. So. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Warum? Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Wonach suchen wir? Hier ist ja nichts mehr. Oh, was machst du? Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo-Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Wonach? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen. Hier finden wir einfach nichts. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirt. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfait-Bri. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, soll... Was haben wir denn jetzt? Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Verlasse, aber schön, soll mal hören, oder? Dann würde ich gerne wieder zurück im Körper. Und wenn er selbst anfängt vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Okay, ich glaube, wir haben alles. Okay. Ja, sehr, sehr dubios. Was denkst du?
Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Die haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ihr nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Mhm. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie. Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Warum nicht? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Cool, das aussieht, ne? Französisch. Mangez pas enragé. En plus, c'est le bon moment nous gagnons pour nos vaisseaux Yurino. On prend chance là. Vous gagnons plus bon aidé? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Was spricht sie für eine Sprache? Französisch. Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst aber versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Okay. Double Life. Doppeltes Leben. Versuch das Telefon zu scannen. Wo? Ach, ihr Telefon. Wie geht es denn da? Da war was. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Irgendwie Silverhand. Wir müssen herausfinden, okay, was sie sagen. Was damit zu tun. Könnte wichtig sein. Gut, ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Hat dir nichts gesagt? Das habe ich ja nicht verstanden. Und sie ist unsere beste Verbindung zu Yuno. Wir müssen das Risiko eingehen. Ich bin nicht so zuversichtlich, dass Silverhand uns zu alt führt. Alt? Hast du eine bessere Idee? Gut, wenn du fertig bist, mein Urteil anzuzweifeln, zurück an die Arbeit. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ja. Gut.
verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Komm hinter dir. Wie? Hast du eine Idee? Sein Konstrukt ist... Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablet servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Jo. Ein paar Teile. Ja, Chef, ne? Oh. Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo Boys erreichst? Sag mal, warum habe ich immer noch das Icon da? Warum? Hast du Angst, dass ich ihnen Evelyn ausliefere? Nein, ich habe dir erst nicht vertraut, aber... Wenn du dich an Evelyn rächen wolltest, dann hättest du das bereits getan. Und warum guckst du dann so besorgt? Ich will nur, dass alles hinhaut für dich. Hast du einen Plan? Ich frag mal. Ich höre mich mal um. Werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke, Judy. Nein, wie? Ich hab zu danken. Du bist ein guter Mensch. Ja. Evelyn konnte nie den wahren Charakter von Menschen lesen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, dich kennenzulernen, dann... Wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Wieso ist das Icon da? Hier stehen. Werkzeuge, Kopfsache. Der Countdown. Okay. Ja, wir gehen erstmal raus, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir eine Nebenmission annehmen. Ruf Mr. Hands an. Double Knife. Geschlossen. Okay. Aggressive Kinder hier. Was haben wir denn hier? Wir haben ja hier eine Nebenquest. Direkt verfügbar. So, mal ein Auto. Ja, am besten ein Motorrad. Das lässt sich besser steuern. Wo ist der? Mal rausgehen. Das in der Perspektive viel besser. Besseres Handling. Ah, jetzt kann ich auch hier ein bisschen scooten, Alter. Immer die Wegmarkierung übersehen. Aua. Was ist da oben? Schön Jackies Motorrad kaputt machen. Was ist das für eine Wegführung hier? Hallo, tschüss. Was war?
hier verkaufen. So, wir haben die Taschen voll. Das bietet sich gerade hier an. Junk. Und ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hey, ja, hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Ah, die nicht. Die ist noch was Besonderes. Kommt in meine Sammlung. Jo, 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 jo. Die sind auch, glaube ich, legendär, episch. Lass ich dann auch mal. Katana. Messer episch. Keine Ahnung. Ich habe davon zwei Stück. Ich lasse es mal. Klamottenmäßig. Können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Die geht auch. Ich habe nämlich übrigens neue Klamotten an. Habe ich auch vielleicht mal ein bisschen gewechselt. Wir hatten doch noch welche. Keine Ahnung, warum es nicht angezeigt worden ist. Weiß ich leider nicht. So, das geht. Das geht auch. Ja, komm. Ach komm, den behalten wir mal. Den behalten wir auch mal. Das können wir weg. Schmeiß es nicht. Komm, lass mal die mal da. Okay, den Gleichschut habe ich jetzt auch an. Das hat ich ja vorhin gehabt. Kann aber auch weg. Der Helm kann auch weg. Die Anzüge lasse ich nochmal. Ich glaube, das reicht so. Ja, 140. Genau. Visierer. Oh mein Gott. Ah, die wiegen ja eh so nichts. Von daher komm. 84, genau. Nur 84. What? Hm. Alter, 2000. Uiuiui. Yeah. Autsch. No Eddies. Ja, ist cool, dass die eigene Bands noch mit reingebracht haben. Eigene Musik. Was ist denn jetzt los? Kein Sprit mehr oder was? Wir sind da. Komisch. Sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen oder. Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Terroristische Aktivität entdeckt.